Stelle ist Marek. Oh mein Gott, 100% für Alex. Zeig her. Alex zeigt. 19,02. Ey, ich bin echt am Leiden, oh Mann. Oh mein Gott, leider nicht, Mann. Leider. 7 Bälle. Also, Koga leidet irgendwie mehr als Alex. Wie immer, Mann. Unfassbar, Alter. Ey, warte. Er gönnt so gar nicht. Ey, Scheiße. Ey, warte. Koga, er gönnt so gar nicht. Ich gönn's echt nicht, Mann. Oh mein Gott. Er macht Auge. Er macht doch kein Auge, Mann. Oh komm, ich drück dir die Daumen, Mann, Alex. What? Wirf gescheit, wirf Curveball. Oh ja, der Spiegel zu hart. Ja, echt. Leidend. Warte. Ich hasse mein Pokémon-Dasein, Mann. warte, ich muss mich beruhigen. Oh mein Gott. Zitter, Alex, so wird das nichts, Mann. Ich zitter, Mann. Schon Gold, oder? Ja. Easy. Oh mein Gott. Hat er nur noch 6 Bälle, Mann. Ich gönn's echt, Bro. Ernsthaft. Warte. Alter, ich werd Endgast, Mann. Erst 100% Lugia. Ja, jetzt 100% Zapdos. Wenn. Ich hab's, zweiter Ball. Du bist so krass. Ja, aber dafür endlich. Gott, ich bin einmal gezoppelt. Noch 4, Mann. Also noch 3. Der letzte zählt nicht. Wir wissen es. Critical, ja. Critical wäre geil, Mann. Ich hab was geworfen. Oh mein Gott. Alex, Konzentration. Beruhig dich. Ja, Mann, ganz ruhig. Trink einen Energy Drink. Was ist das? Ich glaub nicht, zum Lachen zu bringen, du bist da. Der greift auch mal an oder fliegt er nur rum? Der greift auch an, pass auf. Oh mein Gott. Ich hab Zeit, Mann. Großer Dick, oder? Ja. Jetzt da drin. Das ist von diesem Gamer mit diesen Fingern so. Ja. Oh mein Gott. Alter, das gibt's. Du! Nein! Oh mein Gott. Ein Ball verloren. Oh mein Gott, letzter Ball. Ja, mein letzter Ball. Alter, Alex, Gold, hast du Gold geworfen? Warte. Hast du eine Bäre geworfen? Ja, schlenk ihn nicht ab. Geh? Wir Alter, nicht Geld, Mann. Oha. Einfach fabelhaft. Er muss drin bleiben. Egal, letzter Ball, Critical. Wirf eine Ding Nana-Bäre, oder? Alter, ich hab keine Lust, glaube ich, die Chance von Critical. Ja, das schon. Nana. Schmeiß Nana. Nana beim letzten. Erhöhte Chance von Critical. Ernsthaft? Ja, ist du echt hast so. Nur noch Critical. Mein Gott, er wirft Ananas. Was? Oh. Gold habe ich geworfen. Ach, Nana-Beere? Ja. Ach so. Diese Rosane da. Ja, weil das die Banane, Mann. Das erhöht nämlich Ding, die Critical Chance. Ey, ich geh nach Hause, Mann. Ich hab echt keine Lust mehr. Angebot genommen, A1. Ich kann mir dieses teure Zeug nicht leisten. Oha, das war billiger als deins, Mann. Parsing angekommen. Wir haben nicht mal eine halbe Stunde gezockt. Da wollten die Jungs schon Pause machen. Er hat oder gehabt, oder? Die haben ziemlich echt runter. Also, ich glaube, die Konkurrenz hat die bezahlt, damit die mich vom Spielen abhalten. Nicht an Nappen. So. Auf dem Mixer haben wir 96% Kangama. Ein paar nette Zuschauer haben mir Bescheid gegeben. Wir waren gerade auf der anderen Seite. Haben wir gehört, Kangama 96% oder so. Wir dachten erst aus den Modulen. Kogel hat nicht gegönnt. Er hat direkt schlecht geredet. Wie bei meinem 100% Zapdos. Aber echt. Oh mein Gott. Aber zum Glück war es nicht aus den Modulen, sondern da hinten. Und das holen wir uns jetzt. Das sind nur 96% Leute. Ja. Das sind 96. Aber echt mal, was machen so viele Leute hier? Ja, okay, dann drehen wir um, oder? Das sind nur 96. Ja, komm. Auf geht's. Alles. Ready to move. Mann, bitte. Okay, ciao. Oh mein Gott, 96. Lass mich in Ruhe mit deinen Raid-Touren. Oh mein Gott, nicht mehr klickern. Glück sei auch auf meinen Nacken. Glück sei auch besser auf meinen Nacken. Oh. Seht die Mengenmasse? Also jetzt nicht, weil ich gerade auf mich... Ich habe auch geklickert, Mann. Ich habe Angst. Ganz ehrlich, Cora, ich hoffe, du hast das Ding geklickert.
springen die anderen. Mein Gott, gönnt euch das. Ist echt gut, dass du 100er bei dir gefliegt hast. Ich weiß, das hast du damals gesagt. Das sind zwei Cockatoos. Ah, Jesus. Passt perfekt. Und drei Cognitus. Warte, chill. Bei mir geht's nicht. Hast du mal vorgesagt? Oh ja, 16 Apps. Wo du stehst du? Wieso? Also, wie ist das denn? Ach so. Ja, man. Ich bin hier schon. Einfach ruhig. Kennst du das Kandam? Ja. Ich gönn's dir. Vom Herzen. So, bevor wir jetzt starten, soll ich erstmal eine Umfrage starten, laut den Jungs. Schreibt unten in die Kommentare, ob Kogai gegönnt hat oder ob er es nicht gegönnt hat. Echt schade für Alex, dass der 100% abgehauen ist, richtig leidend. Ich habe natürlich von euch auch viele Nachrichten bekommen, zwecks 100% gefangen und geflohen. Kommt wahrscheinlich im Video morgen. Aber heute ein Video zu Parsing und den Arkaden und dem Safari Zone Event. So, wo soll ich da starten? Die Woche waren die Module die ganze Zeit an. Und wir waren auch die meiste Zeit dort. Hab bereits viele Leute von euch getroffen. Sehr viele Zuschauer. Zum Beispiel hier, Shoutout an den Kollegen hier. Hat ein Foto mit mir gemacht und wollte, dass ich ihn kurz erwähne. Kein Problem. War mit seiner Familie da. Alle haben gespielt. Also mit seiner Mom und seiner Schwester. Schaut doch an die. Vor allem an die Schwester. Und wie gesagt, habe ich schon mehrere getroffen. Es sind Ferien, es kommen echt viele Leute. Ich glaube, wenn nicht das Safari Zone Event wäre, würden nicht so viele kommen und Parsing würde nicht dauernd brennen. Aber durch das Event kommen halt jetzt die ganze Zeit Leute aus der Umgebung, so 1, 2, 3 Stunden Fahrt, geben sie sich für Kangama und Incognitos. Und am Montag habe ich davon gehört, sehr überraschend. Ich war unterwegs, also, und dann habe ich gehört, Parsing leuchtet, hat die ganze Nacht geleuchtet. Dann habe ich da vorbeigeschaut und seitdem war ich da jeden Tag, außer heute. Heute schaffe ich es vielleicht erst später, muss eine Menge erledigen. Aber am Wochenende wird es richtig saftig, also da kommen echt so viele Leute. Ich glaube, da wird es richtig, richtig voll. Vor allem ist halt Wochenende, weil unter der Woche hat mich echt überrascht, dass so viele Leute jetzt unter der Woche kamen. Aber es sind Ferien, das darf man echt nicht unterschätzen. Dementsprechend glaube ich, das Wochenende wird richtig, richtig krass. Also ihr wisst, ich bin am Start. Das wird echt krass. Schaut vorbei, sagt Hi, wenn ihr mich seht. Ich versuche es auch gerade auszunutzen. Ihr wisst, Konkurrenz schläft nie. Wir haben diese Tabelle. Der nächste Schritt nach oben wäre für mich 40 Millionen, was nicht so allzu weit entfernt ist. Ich blende mal hier meine EP ein. 37,6 oder so habe ich gerade. Und nach Parsing kamen jetzt viele Sachen, wo die Konkurrenz wieder erwähnt wurde, wo das wieder entfacht wurde. Auch von euch habe ich gehört, dass ihr in vielen Konkurrenzkämpfen seid. Und da habe ich mir jetzt irgendwie die Idee in den Kopf gesetzt, als erster oder als nächster die 40 Millionen zu erreichen. Was relativ unmöglich ist. Also nicht, dass ich die 40 Millionen nicht erreiche, aber als nächster. Weil ich habe zwei direkte Konkurrenten und die sind echt verrückt. Ich blende mal kurz was ein und zwar der erste ist Napni. Den musst du nicht. Und wenn man auf uns wetten könnte mit Quoten, dann hätte, glaube ich, Adnan ungefähr 1,5 und Napni 1,8, 1,9 oder sowas und ich hätte 10. Also ich bin, ja, sagen wir 5. Wollen wir nicht übertreiben. Also ich bin echt der absolute Außenseiter da. Echt demotivierend, aber schauen wir mal. Ich grinde ein bisschen, also die Woche. Das Wochenende wird auf jeden Fall krass gegrindet, auch wenn alle Zuschauer da sind und eine Menge los ist. Jetzt dann, warte, heute ist Donnerstag, heute kann ich kaum, vielleicht am Abend. Auf Freitag bin ich am Start, Samstag, Sonntag, da kommen viele Leute. Ich werde da sein, grinden und dann die 28 Millionen auf jeden Fall erreichen. Und keine Ahnung, wie es dann mit den restlichen 2 Millionen aussieht, aber... Aber ich versuch's mal, auf Bild schaffe ich es vielleicht als erster von uns drei auf die 40. Sehr unwahrscheinlich, aber solange sich keiner von den anderen zwei eingetragen hat, versuche ich es mal. Ich habe noch ein paar Tricks im Ärmel, aber wir werden sehen. Auf jeden Fall, Parsing geht ab. Mir haben so viele Leute geschrieben, dass sie am Wochenende oder dass sie allgemein jetzt während des Safari-Zonen-Events nach München kommen und die haben nach Hotspots gefragt, wo werde ich am Start sein, wo gibt es die meisten Kangamas, die Cognitos, wo ist es am besten. Und zurzeit ist es wirklich in Parsing am besten. Kommt's alle nach Parsing, Parsing beste momentan. Bordeaux-Platz tot, Schloss tot,
kommt einfach alle nach Pasing. Kann ich echt nur empfehlen. Vor allem dieses Wochenende. Aber das war's. Genug geredet. Kommt alle nach Pasing, kann ich echt nur empfehlen. Vor allem jetzt, während des Events. Fangt euch ein paar Kangamas, ein paar Incognitos. Schaut vorbei, ich bin da, Julian ist da. Echt viele Leute wahrscheinlich an diesem Wochenende da. Und mal schauen, was so geht. Ansonsten, schreibt unten in die Kommentare, ob Kogai gönnt oder nicht gönnt. Und wir sehen uns hoffentlich am Wochenende. Ansonsten wie mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.